Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Frostpunk. Ja, wir haben eine ganz schöne Kolonie. Die Menschen werden leichter krank. Vorsicht vor der Kälte, tückische Kälte. Unzufriedenheit ist sonst wo. Ja, die Hoffnung sinkt. Und wir haben ganz schöne Probleme, weil der Generator auch die Kälte nicht dementsprechend entgegenheizen kann. Wir haben ja, ganz schön heftige Probleme. Und wir müssen mal schauen. Ja, Sägewerk. Sägewerk brauchen wir das Sägewerk eigentlich gerade. Wir müssen eigentlich mal gucken, dass wir hier. Ja, wie heißt es? Baracke. So die Baracke, dass wir die Dinger zu Baracken ausbauen. Ja. Fährt er runter. Dampfstufe 2. Wir brauchen die Dampfstufe 2. Also wir brauchen das mindestens. Sonst haben wir ein richtiges Problem. So, die Sammelstelle ist nicht voll besetzt. Das Stahlwerk ist unbesetzt. Ja, wir haben 18 Leute in Behandlung. 9 Amputierte. Ja, das Sägewerk müssen wir jetzt auf keine stellen. Na toll, wir brauchen die Kohle. Leute, es ist mir egal wie. Ja. Es ist mir egal wie und wir wollen jetzt schauen, dass wir halt irgendwie überleben. Ne? So. Ja. Da haben wir dann. Wir haben schon die verlängerte Schicht. Aus. Ja, geringes Risiko, krank zu werden. Wir haben minus 40 Grad, es wird demnächst noch mal kälter werden. Also, jo. Ich weiß nicht. Tja, was für Möglichkeiten. Nur nicht genug Essensrationen. 5 Essensrationen. Wir haben kein Essen, ja, weil da keiner arbeitet. Ja. Die Jagdhäuser sind auch unterbesetzt. Die Jagdhütte ist chronisch unterbesetzt. So, dann müssen wir einen Arbeiter wenigstens in die andere Jagdhütte noch reinstecken. Was ist hier? Die Bitte eines Kindes, Captain. Wir haben auf dem Friedhof einen völlig durchgefrorenen Jungen neben einem frischen Grab gefunden. Er muss dort Stunden verbracht haben. Er möchte, dass eine Notfallsitzung einberufen wird. Denn dann, so glaubt er, wird seine Mutter aufwachen, um daran teilzunehmen. Ja, ich habe nicht viele Möglichkeiten, außer zu sagen, ja, die Hoffnung sinkt leicht. Was haben wir denn noch? Anpassungen. Verlängerte Schicht. Zusatzration für Kranke. Unsere Medizinien sollten voll genutzt werden, selbst wenn Patienten auf dem Boden untergebracht werden. Wir können Kranken Zusatzrationen geben, um ihre Genesung zu unterstützen. Ja. Wir haben schon alles Mögliche unterzeichnet. Kampfarena. Nichts baut besser Spannung ab als bei einem heftigen Schlagabtausch. Ja, schon alles gemacht. Ne? Ist jetzt, nur die, jetzt können wir nur noch die Kampfarena. Hear me, hear me. New law in the city. So. Ja, also irgendwie sind wir ganz schön, gelinde gesagt, am Arsch. Ja, wir sind ganz schön im Eimer. Und falls ihr Ideen habt, wie das besser funktionieren kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare unten. Ja, was ihr für die Ideen habt, wie ich das hier vielleicht den Laden nochmal ja, retten kann, wie man so schön sagt.
So, Sanitätsstation. Zelt wird verbessert. Sanitätsstation. Werkstatt. Forschung stoppt, weil da keiner arbeitet. Suppe. Fünf Essensrationen. Ja. Da müssen wir halt mal ein bisschen jetzt, wie man so schön sagt, zurückstecken. Ja, wir haben im Moment, müssten wir eigentlich gucken, dass wir Ingenieure hier Kohle sammeln lassen. Die Unzufriedenheit ist jenseits von Gut und Böse. Einwohner sind hungrig, schlechtes Gesundheitswesen, kaltes Zuhause, schlechtes Essen. Ja. Wollen wir mal schauen, wie hier die Kälte aussieht. Ja, die Baracken sind natürlich dementsprechend schon mal besser aufgestellt. Stahlwerk ist eh umgesetzt. Kohlegenerator. So, die Sammelstelle. Ja. Müssen wir mal schauen, dass wir da ein bisschen Power reinkriegen. Der Dampfgenerator, der ist wieder mal aus. Und wir können ja quasi nichts tun. Sägewerk. So, die Sanitätsstationen werden auf das Minimum besetzt. So, jetzt wird das Sägewerk hier noch angeschmissen. Heizkörper ist an. Der Generator erforderlich. Das Dampfzentrum. Jo. So, die sind 24 Stunden an. Das ist schon kürzer an. Ja. Ja, der Generator wird gleich wieder runterfahren. Das ist mir vollkommen klar. So. Wir haben auch nichts um. Ja. Wir können auch keine Baracke bauen, weil wir nicht das Holz und das Stahl haben. Stahl haben wir drei. Zehn von zehn. Fünf von zehn. Zwei von zehn. Produktion 463 pro Tag. Warte mal kurz. Pause. Wirtschaft. Täglicher Gewinn. Kohlehaufen. Mindestens ein Arbeiter erforderlich. So, die Sammelstellen. Kohlegewinn. Kohleverbrauch. Minus 53 pro Tag. Gewinn an Rohnahrung 6. Ja, was soll ich sagen? The work shift starts. Super, die Leute sind so motiviert, die wollen mich am liebsten direkt erschießen.
Ist ja schön. So, die Sammelstellen machen wir jetzt voll. Wie unser Captain das jetzt schon wieder versaut. Ja, super. Ich frag mich eigentlich, warum die, der Generator ist aus. Ja, ist gut. Soll er von mir aus aus sein. Ist mir langsam scheißegal, wisst ihr, Leute. Ja, wenn ihr eh nur meckern könnt. Ja, ihr könnt eh nur meckern. Ihr meckert eh nur rum. Alles ist scheiße und so weiter und so fort. Ja. So. Oh, ist halt so. Ja, 8 bis 18 Uhr. Warum die Jagdhütten dann davon abhängig sind, das frage ich mich dann schon. Zufriedenheit. Die Einwohner sind hungrig, schlechtes Gesundheitswesen, kaltes Zuhause. Ja, eine Anfrage ignoriert. Die Menschen werden leichter krank. Löst sich auf in 4 Tagen, 19 Stunden. Überlebe den nächsten Sturm, ja. Restliche 2 Tage, sonst was. So. Wisst ihr was? Damit haben wir jetzt den Tag über gesammelt und es wäre vollkommen egal. Generator ist aus. Auf 1. So, die Dinger gehen auch noch in der Zeit, wo auch die Dinger an sind. Damit da nicht wieder der Ärger ist. Ja. So, machen wir die Dinger aus. Schauen mal, was passiert. Heizkörper machen wir mal an. Ja. Ja, soll ich jetzt etwa jede Nacht da die Leute abziehen oder was? Konzentrieren, den einigermaßen mal unter Betrieb kriegen. So. 24 pro Tag. So, dann können die da die Essensration draus machen. So. Patienten, keine. Patienten, keine. Patienten, 5 von 5. 19 Behandlungen. Ich muss ja irgendwie gucken, dass ich die Leute eingeteilt kriege, ne?
So. Kampfarena gebaut, Hoffnung steigt. Was ist jetzt schon wieder? Ein Einwohner sind gestorben. Ja, was soll ich denn jetzt bitte sehr tun? So. Könnt ihr mir das mal verraten, was ich tun soll? So. Verratet mir das mal. Ja? Ihr Knallfüchse. So. Wirtshaus. Haben wir schon wieder was gebaut, haben schon wieder was eingeplant. Brauchen wir eigentlich nicht. Das Ding ist ja eh nur nachts an. Ne? So. Wo ist es denn jetzt gerade bitterkalt? Da wo im Stahlwerk arbeitet eh keiner. So, dann machen wir mal hier die Heizung an. Sägewerk die Heizung an. So, dann wollen wir mal schauen. Der Friedhof ist sehr kalt. Ja, da liegen ja auch die Leichen, das ist egal. Die sind schon eingefroren. Das denn alles? Neues Gebäude, Gebetshaus, Nachbarschaftswasser. Wir müssen mobil machen, um zusammenzustehen. Wollen wir oder nur zu helfen, um sie vor Unruhestiftern zu schützen? Okay. Ja, dann müssen wir uns mal wann anders. Anwohner sind hungrig. Ein Einwohner ist gestorben. Ja, ich weiß schon, das ist schon wieder alles für die Tonne hier. Die Baracke können wir nicht bauen, dafür haben wir einfach nicht. Und wir kriegen ja auch im Moment keine Leute. Jetzt vielleicht nur noch mit einem Kohlegenerator versuchen zu überleben.
Was ist hier? Jagd. Heute Nacht mal wenigstens. Wie viele Einwohner haben wir denn überhaupt noch? 5 untätige Ingenieure, 9 Amputierte, 11 in Palliativmedizin. Jo. Wollen wir mal schauen. Ein neues Gesetz kann eingeführt werden. Anpassung. So. Freudenhaus. Postidiote. Können im Wirtshaus arbeiten, um die Unzufriedenheit weiter zu mindern. Schnaps. Jede Mahlzeit mindert die Unzufriedenheit etwas. Das Verzehren von Suppe verursacht weniger Unzufriedenheit. Jede Mahlzeit mindert die Unzufriedenheit. Hear me! Hear me! Ah, dann gibt's halt Schnaps. Ein schönes Besäuß, das hat mir wirklich gefehlt. Der Glas am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ihr seid die ganz tolle Lust. Denn mal bis irgendwas. Treibhaus erforscht. So, Nahrungsmittel, Treibhaus. 20 Holz, ein Dampfkern. Wie viele Dampfkerne haben wir denn noch? 3 Stück haben wir, 20 Holz. Holz kommen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja. Dampfkerne. Wir haben gerade unseren ersten Dampfkern verwendet. Dampfkerne sind eine wertvolle Komponente, was Fortschritt der Technologie angeht. Dampfkerne können nicht in der Stadt hergestellt werden. Wir müssen darauf vertrauen, dass unsere Speer während der Expedition welche verstehen. Ja. Ja, ein Einwohner ist gestorben. Was würdest du mir damit sagen, Leute? Ich kann's nicht herbeizaubern.
Was ist hier? Kosten 5 Essensrationen. Ich habe keine Essensrationen gerade. Das ist mein Problem. Versprechen gebrochen, du hast ja wohl der Werbe gesprochen. Okay. Ja, super. Verzweifelter Einwohner, wir müssen noch ein paar Tage durchhalten. Okay. Wir haben also noch mal 2 Tage bekommen. Ja, werden wir mal schauen, ob wir das irgendwie überleben. Drohende Hungersnot, versorge alle Hungrigen. Ich kann's doch nicht herbeizaubern, Leute. So. Ach, weißt du was? Ich habe keine Leute mehr zum Arbeiten und ja, die Folge ist zu Ende. Wir schauen in der nächsten Folge, ob wir es noch weiter geschafft haben. Ich sag bis demnächst, euer Hannibal. Ciao.